So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben ein kleines Infovideo bzw. nein, ein Tutorial eigentlich schon wieder vorbereitet für euch. Ich möchte euch erstmal zeigen, wo ich hier bin, weil das sieht komisch aus. Wir sitzen hier nämlich ganz gemütlich am Streamingplatz. Das heißt, hier habt ihr den einen Bildschirm, hier habt ihr den zweiten Bildschirm, hier habt ihr euer komisches Penisringlicht, hier habt ihr Mikrofon, alles, das steht ja sonst immer hier drüben rum, ne? Und hier ist auch der Kane, guckt ihr den Kane an und Pikachu, alles am Start. Und wir wollen euch ganz kurz zeigen, wie ihr Iskala entwickelt, denn eigentlich ist das eine klare Sache, wer die Spiele von früher kennt, das Gimmick war damals auch schon vertreten und viele, die jetzt das Psycho-Spektakel gespielt haben, haben gesagt, sie wissen nicht, wie man das entwickelt, was muss man dazu machen. Deshalb, ich muss noch eins entwickeln, geben wir mal ein Iskala und dann seht ihr ja, wenn ihr eins habt, ihr könnt nicht entwickeln. Auch wenn ihr genügend Bonbons habt, wir haben jetzt hier 1666 und 169 XL, wir können nicht entwickeln. Wenn ihr auf Entwickeln geht, steht da, besondere Entwicklung. Iskala braucht Hilfe bei der Entwicklung. Kannst du herausfinden, wie du Iskala helfen kannst, ja? Und ihr seht hier schon ein umgedrehtes Fragezeichen und das ist im Prinzip die ganze Lösung. Ihr müsst euer Handy nämlich einfach rumdrehen. Das heißt, wir haben das jetzt hier so da. Und wenn wir das Handy jetzt nehmen und auf den Kopf stellen, dann müsste der Entwicklungsbutton jetzt aktiv sein und lila, sodass ihr draufdrücken könnt. Wir haben es normal, es geht nicht. Wir drehen das Handy auf den Kopf und ihr könnt entwickeln. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz schauen, wie das hier war bei Iskala. Die Entwicklung, ich habe nämlich hier Calamanero weiblich entwickelt. Ich brauche aber noch ein Lucky Calamanero und ich brauche noch ein männliches. Das heißt, ich gucke jetzt mal hier durch. Was ist denn männlich? Das ist weiblich. Das ist weiblich. Das wäre männlich. Das wäre männlich und das wäre auch weiblich. Das heißt, die beiden könnte ich entwickeln für den männlichen Eintrag. Weil ich aber sowieso das Lucky auch brauche, werde ich natürlich das männliche Lucky entwickeln. Einmal rumdrehen. Einmal drauf drücken, dann wird es entwickelt und so habt ihr jetzt auch den Pokédex-Eintrag voll. Das ist ja immer mein Ziel, was ich haben möchte. Ich möchte alle Entwicklungen männlich haben, ich möchte alle Entwicklungen weiblich haben, ich möchte alle Entwicklungen als Lucky haben, beziehungsweise den Lucky-Dex auch komplett voll. Weil das ein neues Pokémon war, hat mir das natürlich im Lucky-Dex gefehlt. Alle anderen habe ich und mehr ist es nicht. Wenn ihr jetzt drauf geht, seht ihr auch, vorher war der Hintergrund noch normal. Vorher hat das männliche Zeichen gefehlt, jetzt ist alles vollständig. Männlich, weiblich, Lucky. Geht also so weiter, bis jetzt guter Stand. Das heißt, ich kann das jetzt hier ausmachen. Muss jetzt wieder warten, bis es neue Pokémon gibt, bis wieder was Neues eingeführt wird, wo ich dann auch wieder männlich, weiblich, Lucky mitnehme. Und ansonsten war es das schon von meiner Seite aus. Ganz kurzes Video, nur ganz kurzes Tutorial, wie ihr Iskala entwickelt, was wohl erst am Sonntag dann online kommen wird, weil schon wieder so viel los ist. Wer es aber immer noch nicht gecheckt hat, ja, ist nicht böse gemeint, wer es nicht gecheckt hat, kann sich das vielleicht über dieses Video holen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.